News der Woche Nummer 22 entführt eine neue Feuerwehrwache. 9-Euro-Ticket und Co. Und für 99 Cent auf einen Mittelaltermarkt. Für 99 Cent war vom 21. bis zum 22.05.2022 in Dillindorf ein Mittelalterfest. Ein geheimer Gast, der eigentlich auf dem Nordpol wohnt, war vor Ort. Ich erzähle Ihnen auch, dass es nicht so ist, dass ich mich hier am Nordpol die ganze Zeit verstecke. Ich bin zwischendurch auch mal hier und da. Also inkognito? Ja, genau, inkognito. Und deswegen hier auf dem Mittelaltermarkt. Ein Hauch vom Nordpol hat der Weihnachtsmann mitgebracht. So, heute ist hier besonders kalt und zugig. So war das im Mittelalter früher auch. Wenn Leute irgendwie solchem Wetter ausgesetzt waren, dann sind sie immer alle erfroren. Um von der Kälte zu etwas Wärme zu machen, war Martin dafür eingeteilt. Er benutzte dieses Material. Das sind Bauteile, die wir zum Kistenbau schon mal verwendet hatten. Oder teilweise Ausstattung von der Küche. Die sind kaputt gegangen. Und da wir hier sowieso ein Lagerfeuer haben, brennen wir es halt jetzt. Dazu gab er fröhliche Musik. Bodenschießen, als am späten Abend der Daukler zu der Feuerschuh aufrief. Für so, und dann kommen wir auch gleich zu Thema Nummer 2. Ab Juni gelten diese Redelohnen. Da muss ich ein bisschen schauen. Thema Kraftstoffpreise für Autos und Lkw werden für 3 Monate sinken. Juni, Juli und August. Explorer. Am 15.06. ist der Internet Explorer von Microsoft nicht mehr verfügbar. Bitte auch andere Suchmaschinen wechseln wie Edge oder Chrome. So, ich habe hier auch noch ein paar andere. Flüchtlinge ab dem 1.06. haben die ukrainische Flüchtlinge Andrei auf der Hartz IV Geld, das für 6 Monate gilt. Festival vom 3. bis zum 5.6. Gib ich in Nürnberg, der Rock in Park und in Rheinland-Pfalz Rock am Ring. 9-Euro-Ticket. Ab Mittwoch könnt ihr das Ticket da in ganz Deutschland in den Regionalzügen nutzen. Auf der Pass Richtung Nachbarländer teilweise nicht. Bitte informiert euch Vorfahrt mit denen im Internet oder am Schalter. Und die Schulferien. Er ist wieder geschafft. Ein Jahr Schule Nordrhein-Westfalen beginnt ab dem 24.06. Den Schluss macht Bayern am 29.07. Vom 1. bis zum 8.08. haben alle SchülerInnen in ganz Deutschland frei. Und auch alle, die eben Ferien haben. Für 99 Euro.
Hört mich nicht, sorry. Die Freiwillige Feuerwehr unter Fahndbach geht in ein neues Drähtehaus, weil der alte Drähtehaus nicht mehr zeitgemäß ist. Nach Jahren wurde ein neues Drähtehaus für die Feuerwehr fertiggestellt, was mit großer Freude am vergangenen Samstag, den 28.05.2022, eingeweiht wurde, ist für die 30 FeuerwehrInnen mehr Platz und ist für den Einsatz vielfältig gerüstet. Die Kosten beliefen sich für den Neubau auf 1,85 Millionen Euro. Das waren wieder die News der Woche 22. Nächste Woche sind wir wieder da und bis dahin, macht gut. Bleibt gesund, wenn irgendwas ist, ist alles gut. Dann bis in einer Woche. Ciao.